In den letzten Jahren sind immer neue Videos von vermeintlichen UFO-Sichtungen des US-Militärs aufgetaucht. Es ist auch sicher den meisten von euch bekannt, dass die Echtheit dieser Videos vom Pentagon bestätigt wurde. Im April und diesem Monat wieder äußerte sich das Pentagon in zwei Statements dazu. Die Videos bieten Anlass für Spekulation, aber auch Anlass für die US-Regierung, sich auf allerhöchster Ebene damit zu beschäftigen. Und da ihr schon oft danach gefragt habt, gehen wir heute diesen Videos so richtig auf den Grund. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Zunächst mal vorweg, das Thema ist sicherlich spannend, aber man bewegt sich damit auf einer sehr dünnen Eisdecke. Es gibt quasi keinen Artikel zu diesen Videos, der nicht irgendwo das Wort Aliens verwendet. In der Regel wird dies von einem verbalen Naserümpfen begleitet, damit auch keine Zweifel an der Seriosität der Publikation aufkommen. So liest man zum Beispiel auf der englischen Wikipedia von extravaganten Spekulationen über außerirdische Raumschiffe, welche ja im Kontext solcher Situationen üblich seien. Wir lassen heute das Naserümpfen weg und beschäftigen uns gleichzeitig ganz sachlich mit dem Material. Bereits vor einigen Jahren behandelten wir das Thema UFOs in einem unserer Videos zum Fermi-Paradoxon. Ich schloss damals mit den Worten, dass es mir schwerfällt, mir eine interstellare Zivilisation vorzustellen, die so auftreten würde. Gleichzeitig aber betonte ich schon damals, dass eine nüchterne Beschäftigung mit der Materie sinnvoll ist. Was also genau ist die Materie? Die Geschichte beginnt mit Christopher Mellon. Mellon war als Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence unter den Präsidenten Clinton und George W. Bush beschäftigt. Nach seinem Dienst im Jahr 2017 gab er 3 Aufnahmen von US Navy Piloten an die New York Times weiter. Mellon zufolge sei er sich zu diesem Schritt gezwungen, da seiner Meinung nach dem Thema nicht genug Aufmerksamkeit innerhalb der Regierung zuteil wurde. Das sollte sich jetzt ändern. Die Medien stürzten sich auf das brisante Material. Allerdings gab es schon 2004 einen Vorfall. Der Pilot David Fravor von der USS Nimitz Flugzeugträgergruppe untersuchte ein Radarziel in der Nähe der südkalifornischen Küste. Bereits seit 2 Wochen hatte die USS Princeton ungewöhnliche Flugzeuge registriert. Die Flugzeuge tauchten in einer Höhe von 25 Kilometern auf, sanken dann schnell auf eine Höhe von 6 Kilometern, stoppten und schwebten scheinbar über dem Ozean. Fravor beschreibt das Objekt, das er sah, als weiß und oval mit einer Länge von 10 bis 15 Metern. Insgesamt konnten 2 Piloten und 2 Waffensystemoffiziere, das sind die, die in einem zweisitzigen Kampfjet hinten sitzen, das Objekt mit eigenen Augen 5 Minuten lang beobachten. Wenig später stieg ein 2. Geschwader auf. Die Flugzeuge waren diesmal auch mit Infrarotkameras ausgestattet. Zwar konnte Pilot Chad Underwood das Objekt nicht selbst sehen, seine Kamera allerdings nahm dieses Video hier auf. Erst letzten Monat bestätigte eine Pressesprecherin des Pentagon, dass auch die Aufnahmen der USS Russell echt sind. Diese Aufnahmen kursieren seit 2019 im Internet und zeigen ein unidentifiziertes dreieckiges Objekt am Himmel. Im gleichen Kontext bestätigte das Pentagon auch die Echtheit von Fotos, welche Objekte zeigen, die sich als kreisförmig, eichelförmig oder als metallischer Zeppelin beschreiben lassen. Vor einigen Tagen wurde auch eine Aufnahme vom Juli 2019 als ein echtes Video der USS Omaha erklärt. In diesem Video sieht man ein kreisförmiges Objekt in einer Infrarotaufnahme über den Ozean fliegen. Es bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit über den Bildschirm, bis es schließlich anhält und langsam in den Ozean abtaucht. Was wir hier zeigen, sind Beispiele. Die Zahl der Aufnahmen ist groß und wie man erst vor Tagen aus Insiderkreisen erfuhr, erheblich höher als bekannt. Der Spiegel berichtete hierzu. All diese Phänomene werden vom Department of Defense als unidentifiziert geführt, genauer als Unidentified Aerial Phenomena oder UAP. Diese Klassifikation seitens des Pentagon, die ihre unbestrittene Echtheit, führten zu breiten Diskussionen über mögliche Erklärungsversuche. Diese sind, so viel lässt sich schon mal sagen, eben Versuche. Eine handfeste Erklärung der Phänomene liegt nicht vor, egal wie oft man im Internet mit dem Begriff Beweis konfrontiert wird. Es lässt sich auch beobachten, dass nahezu alle Quellen sich auch zur außerirdischen Hypothese äußern, dies aber in der Regel entweder unreflektiert bejahen oder aber als pseudowissenschaftlich oder unlogisch hinwegwischen. Betrachtet man die Erklärungen genauer, lassen sich Kategorien feststellen. Die Phänomene werden entweder als fehlerhafte Wahrnehmungen durch Mensch oder Maschine gedeutet, als Beleg für fortgeschrittene menschliche Technologie oder eben als möglicher Hinweis auf außerirdische Intelligenz. In der ersten Kategorie finden wir zunächst die Einlassung, dass es sich um maschinelle oder softwareseitige Probleme handeln könnte. Hier werden Fehlfunktionen ebenso genannt wie Funktionsanomalien oder Artefaktbildung. Andere schlagen vor, dass die Unzulänglichkeiten bei Menschen selbst liegen und wir einer Reihe von visuellen Effekten bzw. optischen Illusionen unterliegen, zum Beispiel Bokeh- oder Parallax-Effekten. Letztlich besteht auch die Möglichkeit, dass es sich um Fehlinterpretationen handelt, dass eigentlich ein Vogel, ein Wetterballon oder ähnliches beobachtet, aber eben nicht als solcher erkannt wurde.
Autoren wie Mick West, der sich intensiv mit dem Aufdecken von Verschwörungstheorien beschäftigt, arbeitet sich an der Frage der visuellen Fehlinterpretationen ab. West etwa war es, der vorschlug, das Gimbal-Video könnte als entferntes Flugzeug erklärt werden, während die Rotation ein Linseneffekt der genutzten Infrarotkamera sei. Dieser Kategorie stehe ich persönlich skeptisch gegenüber. Die Personen, welche die UAPs tatsächlich beobachten, sind in der Regel sehr erfahren im Umgang mit visuellen Problemen, maschinenseitig oder menschlich. Ein Pilot, und als ehemaliger Pilot kann ich diese Aussage treffen, wird in der Regel nicht von einem Parallax-Effekt getäuscht. Es ist damit nicht ausgeschlossen, aber die schiere Zahl der Aufnahmen der beteiligten Geräte und Personen spricht gegen eine Deutung als Fehlwahrnehmung. Wir müssen auch bedenken, dass es häufig zu einem Zusammenwirken von menschlicher und maschineller Erfassung kam. Sowohl Menschen, und zwar geschulte und erfahrene Menschen, als auch sehr professionelle Geräte konnten die UAPs wahrnehmen. Es sind also schlicht zu viele Annahmen nötig, um alles auch nur einigermaßen angemessen erklären zu können. Da passt auch die Aussage des ehemaligen Navy Admirals Roughhead, der 2020 feststellte, dass alle Analysen der Navy ohne Ergebnis blieben. Viel interessanter scheint Kategorie 2. Die Objekte existieren, haben einen menschlichen Ursprung und stellen gleichzeitig fortgeschrittene Technologie dar. In diesem Kontext fallen immer wieder die Namen Russland und China. Auch der republikanische Senator Marco Rubio, der eine Untersuchung durch das Pentagon und die Geheimdienste im Dezember 2020 anordnete, spielte auf diese Nationen an. Alles, was in einen Luftraum eindringt, in dem es nichts zu suchen hat, ist eine Bedrohung. Schließlich könnten die bekannten UAPs eine Art von fortschrittlichen Flugzeugen sein, die von einer gegnerischen Nation wie Russland oder China entwickelt wurden. Der Bericht, den Rubio in seiner damaligen Funktion als Vorsitzender des Intelligence Committee des US-Senats anforderte, ist im Juni fällig und wird öffentlich zugänglich sein. Wir sind schon sehr gespannt auf diesen Bericht. Tatsächlich arbeiten Russland und China ebenso wie die USA an tauchfähigen Drohnen. Russland hat in den letzten Jahren intensiv in Hyperschalltechnologie investiert. Tatsächlich könnte diese Überlegung eine Reihe der Beobachtungen solide erklären. Die hohe Manövrierfähigkeit, das plötzliche Abtauchen, die hohen Geschwindigkeiten. Das große Aber ergibt sich aus dem Kontext. Wir müssten annehmen, dass eine andere Nation den Amerikanern um viele Jahre voraus wäre, was den Stand ihrer Militärtechnik angeht. Wohlgemerkt unter der Voraussetzung, dass das US-Verteidigungsbudget für etwa 2020 bei 768 Milliarden Dollar lag und damit fast dreimal so hoch wie die Budgets von Russland und China zusammen. Diese Technologie müsste außerdem bereits so ausgereift sein, dass sie seit Jahren unerkannt innerhalb des US-amerikanischen Territoriums agiert. Die Entwicklung der Technik selbst musste so geheim ablaufen, dass sie vollständig unter dem Radar der westlichen Geheimdienste stattfand. Auch hier winkt uns Occam's Razor heftig mit der Flagge der Unwahrscheinlichkeit zu. Und was ist mit der ketzerischen Idee, dass es geheime Entwicklungen des Pentagons selbst sind, welche lokal an den eigenen Truppen getestet werden? Die wenigen Stimmen dazu verneinen dies bisher kategorisch, unter anderem auch Christopher Mellon, der dies in einem Interview mit einem definitiven Nein beantwortete. Das bringt uns in der Tat zu Kategorie 3. Ist das Szenario vorstellbar, dass wir Zeugen funktionaler, aktiver, außerirdischer Technologie sind? Science.com schreibt dazu, Occam's Razor mag diese Idee ans untere Ende der Liste der Möglichkeiten verfrachten, aber sie bleibt nichtsdestominder im Raum stehen. Es ist natürlich brisanterweise genau Occam's Razor, der die anderen zwei Erklärungskategorien unwahrscheinlich erscheinen lässt. Sie verlangen nach einer großen Zahl von Annahmen, um die Beobachtungen zu erklären. Wie also ist das mit den Aliens? Wenn wir für einen Moment völlig spekulativ annehmen, dass es sich um eine außerirdische Technologie handelt, dann ließen sich quasi alle Beobachtungen erklären. Jede Spezies, die über die Fähigkeit interstellarer Reise, bemannt oder unbemannt, verfügt, wäre uns technisch vermutlich um Jahrhunderte voraus. Die Geschwindigkeiten, die Manövrierfähigkeit mag unsere Ingenieurskunst übersteigen, nicht aber die physikalischen Grenzen, die wir kennen. Diese Erklärung wäre tatsächlich simpler als diejenigen der ersten beiden Kategorien. Die zentrale Frage ist also eher, ob es eine außerirdische Kultur sein könnte. Und das ist die Kernfrage des Fermi-Paradoxons. In diesem wird nüchtern festgestellt, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Menschen die einzige intelligente, technologienutzende Spezies in der Galaxis sind. Schließlich gibt es Milliarden von erdähnlichen Planeten da draußen, auf denen sich lange vor unserer Zeit Leben entwickelt haben könnte. Überraschend, ja eben paradox, ist die Tatsache, dass wir bisher keinerlei Hinweise auf solches Leben gefunden haben. Die Möglichkeit einer fremden Spezies ist eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Am Ende also haben wir genau eine einzige problematische Frage. Wie kamen sie her, ohne dass wir sie bemerkten, oder wie können sie sich auf der Erde so verborgen haben, dass wir sie nicht wahrnehmen konnten? Alles Weitere hierzu wäre aber im höchsten Maße spekulativ. Das wollen wir dann hier auch nicht weiter ausführen. Kommentiert hier gern reichlich, eventuell können wir das demnächst genauer besprechen.
Möglichkeit 3 wird mittlerweile selbst von seriösen Quellen immer weniger ausgeschlossen. So sagte zum Beispiel der ehemalige CIA-Direktor James Woolsey erst letzten Monat, dass er nicht mehr so skeptisch sei wie noch vor einigen Jahren, um es milde auszudrücken. Aber etwas passiert, was eine ganze Reihe von intelligenten Flugzeugen und erfahrenen Piloten überrascht. Ganz ähnlich äußerte sich im letzten Jahr John Brennan, ebenfalls früherer CIA-Chef. Es ist anmaßend und arrogant von uns zu glauben, dass im gesamten Universum keine andere Form von Leben existiert. Können wir ein Fazit ziehen? Sicher, aber ein behutsames. Es gibt offene, konkurrierende Erklärungsversuche für die mittlerweile hohe Zahl an verifizierten UAP-Beobachtungen. Betrachtet man nüchtern die Fakten, die Quellen und die Aussagen zu dem Thema, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass die Hypothese, es könne sich um eine außerirdische Technologie handeln, keineswegs mehr so abenteuerlich klingt wie noch vor einigen Jahren. Und das ist ein Hammer. In wenigen Tagen wissen wir hoffentlich wieder etwas mehr. Dann ist nämlich der Bericht des Pentagon vor dem US-Senat fällig. Wir sind gespannt und werden uns ganz sicher in die Diskussion einschalten. Für heute sagen wir euch Danke fürs Zuschauen. Schreibt unbedingt viele Kommentare, denn eure Meinung interessiert uns brennend. Wir freuen uns natürlich auch über ein Like und ein Abo. Unser Dank gilt wie immer unseren Unterstützern auf Patreon, ganz besonders unseren galaktischen Overlords Markus Tröster, Sebastian Marx, Aimgods, Nikolas Schreier, Christian Steuer, Julian, Hermann Hampe, Ikeo und Guido Simon. Nicht vergessen, die Wahrheit ist irgendwo da draußen und in diesem Sinne 42. Speak.